Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, wieder der Zackfishing Adventskalender. Wie ab sofort jeden Tag. Heute wird das vierte Türchen aufgemacht, das erste ein bisschen größere Türchen. Ist auf jeden Fall schon richtig dick, könnte mal ein Wobbler oder sowas drin sein. Dann stelle ich es einmal ins Stativ und dann gucken wir es uns genauer an. Steht doch gut. Jetzt. Einmal hierher holen. Ran zum Türchen 4. Wie jeden Tag. Ausführliche Infos zum Inhalt dieser Box gibt es im heutigen Zack Plus Adventskalender Video. Gibt auch eine Mobile App dazu. Oh, ein richtig schöner, geiler Jerkbait. Und auch etwas Neues. Und zwar der Roach Glider. In 10 cm ist 1 Meter sinkend und hat 46 Gramm. Die Farbe heißt Matt Perch und ist UV-aktiv. Wahrscheinlich hier vorne der Teil ist UV-aktiv. Ich denke eher weniger, dass das Grün hier UV-aktiv ist. Auch wieder die Augen. Wie gestern der Barsch-Alarmköder. Kann ich gerade kurz gucken, den müsste ich auch noch drin haben. Ja, wieder die gleichen Augen wie hier. Der sexy Swimmer. So sieht man es. Hier richtig schöne Farbe. Hier vorne finde ich auch, der ist richtig geil. Das ist sogar einer der mit der Gründe, warum ich mir den Adventskalender geholt habe. Haken sind richtig scharf. Richtig, richtig geile Farbe. Richtig geiler Köder. Schöner Jerkbait. Ist echt, der macht ja sozusagen so. Im Wasser macht er dann diese Aktion. Geht immer so von rechts nach links. Und das ist erst richtig gut auf Hecht. In der Größe vielleicht auch noch auf richtig dicke Barsche, aber wahrscheinlich schon eher weniger, weil 10 cm. Da brauchst du gefühlt den Endbarsch mit 50 cm und plus. Aber hier, richtig geile Farbe. Finde ich auch richtig gut. Kann ich richtig angenehm angeln an meiner mittelschweren Baitcast. Die nehme ich immer so zum Gummifischhecht angeln. Bis 70 Gramm und auch zum leichten Jerkbait angeln. Und da passt der Köder echt perfekt rein. Finde ich richtig geil. Dann wieder danke fürs Zuschauen. Bis morgen, bis wo wir dann das fünfte Türchen aufmachen und ich sag, wieder schauen und reingehauen.